Willkommen auf der Insel. Wir sind ja angelandet, schlafen hier, haben nichts zu essen mit und müssen uns von dem ernähren, was die Insel uns liefert. Auf der Insel und auch drumherum. Also Angelsachen haben wir natürlich mit. Wir sind gespannt, ob wir es hinkriegen, was wir essen müssen am Ende. Ihr könnt auch gespannt sein. Das sieht so schön aus hier, so kleine Felsvorsprünge. Ansitzangeln wird ein Thema sein, weil wenn wir schon mal hier schlafen, dann fliegen auch die Teleknüppel mit den Köfis rein, ist natürlich klar. Also Max, die Idee hatte schon mal jemand? Weil eine Feuerstelle haben wir schon mal. Das ist gut. Die Stippe habe ich rausgebracht, weil ich brauche Köderfische. Ich fange erst mal hoffentlich mit kleinen Fischen an, weil die brauche ich als Köder für die größeren. Spinnruten haben wir ja auch alles mit, werden wir auch einsetzen, aber ich habe Bock auf Zanderansitz. Vielleicht gibt es auch Aal. Auf jeden Fall erstmal anfangen, Köfi stippen, Zelt aufbauen können wir später. Zieh mal noch ein bisschen ran. Naja. Wenn der weg ist, dann haben wir wirklich Survival. Also Blaubeeren könnten wir auch haben. Hier sind zwar gerade keine dran, aber die Insel ist ja nicht so klein. Ich habe keinen Rotpot. Müssen wir irgendwas bauen. Ist das schön. Topwater auf Barsch morgens und abends? Oder wenn hier kein Hecht drin liegt? Also ich sehe Potenzial, dass wir satt werden. Das ist wie wenn man das sich am Computer zusammenbaut. Bisschen Seerose, bisschen Baum im Wasser, bisschen Felsen, bisschen Strand. Pilze, auch ein Thema. Könnte welche geben, weil wir haben es natürlich im Sommer hier gemacht. Wir können uns auch Köderfische braten, wenn ich die fangen sollte, Maxe. Darf ich eigentlich mit organisieren, Fisch? Ja, das, ihr müsst euch das vorstellen, wie hart das ist für einen Kameramann, der selber Angler ist, ne? Und sehr gerne Barsche angelt, hier zu stehen und mich ja zu filmen bei diesem ganzen Zeug und selber nicht zu angeln, das geht ja nicht. Aber ich glaube, wenn ich die Ansitzrouten drin habe, passe ich hier auf alles und du kannst von mir aus, Hauptsache kommst wieder. Ja stimmt, du musst ja bei den Routen bleiben. Ja, na klar. Obwohl diese Felsgeschichte, guck mal an, das ist gefährlich, ne, mit Abreißen. Ich habe aber lange Routen, das geht. Ich brauche erstmal Köderfische, bevor ich mir überhaupt einen Kopf mache, wo ich eine Ansitzroute hinstelle. Ne? Ich will aber auch mal in der Mitte der Insel gucken, aber die Mücken sind da ein Thema. Da muss ich mir erstmal einen Pulli anziehen, weil die sind heiß auf meine Arme. Pilzkorb und dann angeln. Willst du wirklich erst Pilze sammeln und dann angeln? Ich will erstmal wissen, wo wir hier sind. Also Max, ich sehe hier sehr viel Potenzial für Barsche und Hechte vom Ufer aus, ey. Spinnruten haben wir ja mit. Ja, alles da. Rogue-Glider, Barschalarm-Sachen, vielleicht Arbeitsteilung. Ich kümmere mich mehr um den Ansitz und du machst ein bisschen mit der Spinnrute hier los oder was? Nicht dein Ernst. Volltreffer. Was? Max, wir müssen nicht hungern. Oh, auch noch ein Schmankerl, also eine Delikatesse auch noch. Wir haben Pfifferlinge. Hier kommt ja keiner hin. Ist ja klar. Gold des Waldes. Das wird ein Festmahl, Alter. Oh, hier hinten auch. Ich steuere auch noch was bei. Wahnsinn. Hier können wir uns jetzt immer bedienen, ne? An dem Spot. Immer wenn wir neue, wenn wir kochen. Wie lange willst du denn hier bleiben? Rein technisch könnten wir jetzt. Mhm. Wir werden schon mal satt. Und das sehr lecker sogar mit dem Pfifferling. Und die sind jetzt eine Beilage für das, was wir fangen. Max, du musst mit der Spinnrute losgehen. Barsche wäre Deluxe, ne, vom Geschmack. Dann haben wir zu den Pfifferlingen ein geiles Essen, weil die Zander erwarte ich echt spät. Oder wir essen die Köderfische. Das klingt jetzt komisch, aber ja. Die ist so, wenn man die ein bisschen frittiert in der Pfanne, ein bisschen Öl haben wir mit. Okay, das haben wir. Letzte Option. Aber erstmal Köfis, weil Maden habe ich. Hey, das ist das Wichtigste, ey. Wenn du Maden hast, dann kannst du dich hocharbeiten. Vom kleinen Fisch zum größeren. Okay, Köderfische laufen. Aha, jetzt bin ich glücklich. Hier geht ein bisschen was, Maxe. Ja. Jawohl, das sind sie. Rotauge in bester Größe. Das könnte unseren Zander safen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zander abends hier rankommen. Also, Köfis haben wir. Jetzt kommen die Knüppel raus. Das ist auch so ein kleines Takeshis Castle hier. Boah, Alter. Viele denken jetzt natürlich, ne, ich hole meinen ollen Teleknüppel raus. Ich habe einen Teleknüppel, aber der ist nicht mehr oll. Angekündigt, angedroht und wahrgemacht. Und eine dreiteilige Steckrute, weil ich bastel ja mit Zackfishing an einer Zander-Ansitz-Range. Und das sind meine ersten Testmuster.
die jetzt hier eingeweiht werden. Und ihr seid dabei. Das wünschen sich echt viele, ne? Dreiteilig. Wenn du eine Steckrute zum Ansatz, dann mach die dreiteilig. Jetzt seid ihr aber dann am Zug, ne? Müsst ihr so fischen. Ey, Tele feiere ich ja total, ne? Also das. Wir machen es wirklich wahr. Eine Tele-Ansatzwumme. Heißt aber Deadbait-Tele. 3,50 Meter, 80 Gramm. Damit kann man ein bisschen was machen. Seitlich im Genick rein, unter der Haut durchschieben. Auf der anderen Seite drüben wieder raus. Warum nehme ich gern Einzelhaken hier für die Situation heute? Es gibt auch Aale im See. Erste Rute ist scharf. Jetzt die Spiro-Montage. Das erste war so eine Grundbleibe an die Tangelboom. Hier ein schweres Spiro. Ich habe hier keine Strömung drauf, okay, das ist total cool. Das dauert natürlich, bis da unten ist das Spiro, ne? Ich hoffe, die Scheiße ist nicht verdreht, ne? Bei so weiten Würfen hast du manchmal das Problem, dass es tangelt. Das ist ein bisschen verstimmt, das Ding, wa? Wild, wie die Insel. So, ne, jetzt nichts mehr zu machen, geht eigentlich nicht, ne? Pilze haben wir und Köderfische. Ich meine, bevor das dämmert, muss hier was her, ne? Ich probier's mal mit dem Rogue Glider davon. Und dann schicke ich Maxe los zum Barschangeln, weil ich bleib ja hier bei den Routen. Eine Barschalarmkiste hast du ja. Ohne das Boot hättest du die Hechtsachen jetzt, glaube ich, nicht dabei, ne? Nee, da ist ja alles drin. Der Kleine hier, der ist es. Richtig Schwedenfarbe hier, dieser Golden Perch. Fies. Ja! Oh! Nicht dein Ernst. Erster Wurf. Erster Wurf, Rogue Glider. Ich habe unser Abendessen verballert. War das essenswürdig? Es war ein kleiner Hecht. Ich sag dir, dieser UV-aktive hier, dieser Motor-Oil-Effekt hier bei dem Golden Perch, halten sie nicht aus. Kleines Stück kann ich noch weg. Bis da unten kann ich noch. Es geht. Und da musst du alleine weiter, Maxe. Mhm. Du machst Barsch, ich mach Hecht. Also hier kommt man hier überhaupt nicht ans Wasser ran. Das ist ja, die Natur hat das zugemacht. Guck mal an hier, wenn ich hier jetzt versuche runterzukommen, die Fichten sind bis runter grün und hängen übers Wasser. Hier ist frei. Und auch heller. Deutlich heller. Aber hier sieht es nicht so nach Hecht aus irgendwie. Also kein Gras und keine Seerosen und hier geht es wieder ein bisschen tiefer rein alles. Also irgendwie sieht das eher nach Barsch aus, Maxe. Ja. Kann ich deine Barschrute haben? Kannst du haben, ich hab's dabei. Was hast du denn dran? Rogue Runner. Ja, aber mega Rogue Runner. 10 Gramm. Ja. Mal, stell mal hier ab. Am Wacholder. Mein Wümsche. Das ist tief, ne? Fisch! Fisch! Huh. Die Barsch-Sparrow. Erster Kontakt zum Fisch von der Insel. Oh Gott. Alter. Was ist das denn? Das ist ein großer Zander. Ah. Das ist ein Zander, Alter. Wumm. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Alter. Das ist ein Küchenfisch. Ja. Das ist ein Küchenfisch. Auf der Barschroute. Das war der erste Wurf. Ja. Ich habe ihn am Grund lang gejiggt. Ey, Himmel, du hast den ersten Wurf. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Inselling. Das. Ey, dazu Pfifferlinge. Entschuldigung, ich mich gerade so freue, aber das ist so gut. Max, ja, den nehmen wir, oder? Na klar. Ey, ich wollte eigentlich ja, auf Barstedts probieren, ne? Yes. Das ist Angeln, das ist Entdecken. Das ist was Neues machen, ein bisschen Auskundschaftern und dann findest du sowas. Das ist halt, passiert ja sowas, das ist halt Angeln. Deswegen lieben wir das alle so. Ich gehe zurück zu den Ansitzrouten, das ist mir nix, wenn die so weit weg sind. Und du gehst Barsche stöbern, wa? Ja. Gut. Für dieses Dekor, mein lieber Johannes, kommst du in die Hölle.
So, da ist er. No way. Doch. Bitte übernehmen Sie. Ja, bist du deppert. Hast du es am Wickel gehabt jetzt, ja, oder wie? Oder? Oh, ohne Quatsch, kein Witz. Ja. Ohne Quatsch. Der BA-Hitch. Ey, ganz hast, übel. Also, haben sie geraubt oder so? Hast du die irgendwo? Nicht wirklich. Stark, Maxe. Ja, guck mal, schöne. Also, jetzt können wir wirklich 2 Tage bleiben. Eigentlich müssen wir uns jetzt noch ein Shelter bauen und sowas, aber ganz ehrlich, wir sind Angler. Keine Survival-Freaks. Das geht doch hier schon. Baumharz. Baumharz ist wie so ein Zunder, also Fichtenharz, ne? Hier, boah, so eine Harzquaddel. Das ist wie so ein Anzünderwürfel. Wie hast du mit der Handkante die Dinger so schön? Das ist ein Leak aus der alten Forstwirtzeit. Das ist einfach nur Geschwindigkeit und Winkel. Okay. Nee, jetzt im Ernst, da hinten ist so ein Mini-Shelter. Ja. Und da hat jemand Feuerholz hingelegt. Das musst du filmen, das glaubt uns keiner. Nee, stimmt. Das war einfach nur Glück. Sonst hätten wir einfach jetzt hier dickere, da oben liegt ja so viel Totholz, da hätten wir einfach hier, da hätten wir unser Feuer gehabt. Aber wir haben tatsächlich Scheite. Wir kommen die Tage nochmal hier vorbei und da legen wir schöne Birkenscheite. Das ist ganz komisch, die packen das wieder hin, was sie genommen haben und sowas. Oder es gibt immer Leute, die verteilen die auch dann hier teilweise und sowas. Ganz, habe ich noch nicht ganz geblickt. Also einen Topf habe ich auch für die Pilze. Wenn man schon mit dem Boot hierher kommt, kann man ja bitte was mitnehmen. Wir sind ja nicht gestrandet. Und ich habe so einen kleinen Grillrost. Da kommen gleich die Zanderfilets drauf. Für den Flammenzander. Auf der Haut, auf den Schuppenpanzer, ins Feuer. Ja, richtig gehört. Haben wir mal unseren Glückszander aus der Jacke, oder? Beim Flammenzander nichts mehr Schuppen jetzt. Ne? Keine Haut abziehen, nicht Schuppen, weil die Schuppen brauche ich, sonst verbrennt er wirklich. Also das blanke Fleisch kann ich nicht drauflegen. Ich kann jetzt Zwiebeln und so mitgenommen. Alles jetzt hier roh, wie es ist. Das ungeschuppte Filet auf die Flamme und fertig. Ist wild. Und lecker. Kannst du nur beim Zander machen und beim Barsch. Ne? Dieser Schuppenpanzer ist wie so eine Teflonpfanne. Backt von unten nach oben durch. Und der Saft bleibt drin, wird auch nicht trocken. Pfefferling, check. Schmörgeln schön ein. Kann noch mehr draufhauen, ne? Wir können auch neue holen. Also so ist es nicht. Wir angeln aber immer noch weiter, ne? Es liegen 4 Köderfischruten scharf. So langsam ist doch die Zeit, wenn die dann, ne, so juckig werden. Dann machen wir morgen Mittag den nächsten Zander. Also ich glaube, wir sind nur zum Essen hierher gekommen, Max. Ich habe auch so das Gefühl. Die Pose läuft. Hier war eigentlich mehr Schnur drauf. Also das ist jetzt verdächtig. Die Pose ist weg und es ist ein bisschen Schnur abgelaufen. Ich habe es nicht gleich gecheckt. Ich nehme mal Kontakt auf und guck mal. Yo, Fisch. Aber es hängt irgendwo. Kommst du da ran? Hier, siehst du, wie der strampelt, ja, die Rute? Ja, ja. Nein! Ist er weg? Nein! Verdammt! Köderfisch geklaut. Ich sag dir doch, hier vorne dieses kleine Steinriff, das wird zum Problem, weil die Schnur absinkt und dann da drinnen hängt. Erster Kontakt. Schade, dass der uns durchgegangen ist. Ich köder neu an. Ja. Maxa macht Feuer, ich leg neu aus. Ich dachte, jetzt kriegen wir den nächsten. Oh, gerade noch gesagt, jetzt ist die Zeit. Ne? Jetzt so die Dämmerung und alles, wo sie juckig werden mit Köfi am Ufer nah. Jetzt ist er durch. Da gibt es auch keinen Garpunkt. Wenn es blubbert, rausholen. Der erste. Ja, der zweite. So, Max. So, Barsch rauf. Mhm. Wumms. Nächster Gang. Oh, die Pfifferlinge. Oh, wie die duften, die Dinger. Oh, Leute. Also wenn ihr mal auf einer Insel seid und einen Zander habt, einfach ruf. Der hat jetzt alle, nämlich runtergegessen. Teflon. Schuppen. Ich mache mich über die Pfifferlinge her. Boah.
Uns geht's eigentlich viel zu gut hier, Maxe. Das ist wirklich wahr. Wir müssen die Barsche umdrehen. Ich glaube, bei dem kann ich schon mal spoilern, oder? Oh, das ist frech. Oh, geil. Leute. Ruten sind scharf. Posen sehe ich. Rundruten höre ich. Ja, das ist ausgestiegen, aber das ist ein gutes Zeichen. Da kommt noch einer. Oh, yes. Ich muss jetzt hier Takeshis Castle im Dunkeln, oder was? Biss, Alter. Ja, Schnur läuft. Ja. Aber wie die runter segelt, guck mal. Ich kau noch Barsch, marschiert weg. Grundrute. Ich sag doch, die kommen ran, wenn es dunkel wird. Ich nehme mal Kontakt auf. Jo. Der ist dran. Bockt. Das war ich. Bockt. Oh, die hat ein geiles Feeling, die Telerute. Nicht, dass das ein Aal ist, ne? Der so rückwärts stößt, ne? Guck mal an. Auf jeden Fall ist das kein leichter Fisch. Das könnte ein Aal sein. Da haben wir wirklich Inselplatte, ne? Ja, der dritte Art. Jetzt kommt's Blei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke schon, ja. Das ist ein Aal, aber was für ein Ding. Das ist ein Ding. Alter. Jetzt muss ich gucken, ob ich den eingeschöpft kriege. Guck dir das Ding an. Der hat sich festgehalten in der Schöpfkelle. Alter, ist das ein Ding. Schau mal, der hat sich von außen in die Schöpfkelle rein. Ja. Ja, solange er die festhält, passt es doch. Ich lande mal über Takeshis Castle an Land, ne? Dass das safe ist. Ich lach mich kaputt. Das kann nicht sein. Doch. Ne, guck dir mal das Ding an. Alter. Leute. Ist das ein Teil? Habe ich noch beim Anködern gesagt, ich nehme Einzelhaken, ne? Wegen Chance auf Aal. Oh, ist das eine Wurst. Es ist wild, wirklich. Ansitz ist wild. So einen Fisch fängst du ja sonst nicht. Wie willst du den sonst fangen? Den kannst du doch was mit einem Ansitz fangen. Ey, ist das ein Riemen? Auf jeden Fall ist das ein geiler Räucheraal, ne? Ich möchte sagen, der hat 80. Mhm. Ja. Wir haben so schön gegessen. So schöne Fische gefangen. Schade, dass deine Barsche nicht mit auf der Kamera sind, dass du dich ja nicht selber filmen konntest. Der ist nicht schlimm. Nicht schlimm, ne? Dafür waren sie sehr lecker. Feuer läuft. Wie sieht's bei dir aus? Neuer Haken ist im Anmarsch. Gar nicht so weit jetzt mehr. Alter, eine Telerute, die sich so straff anfühlt. Ich feiere das total, wirklich. Das ist wirklich ein Upgrade. Bis auf den nächsten Run. Wieso bist du schon wach? Ich habe den nächsten Aal rausgedrillt. Wann? Na, jetzt gerade. Ich habe ihn gerade ins Livefell gepackt. Nee. Doch. Wahnsinn. Da sind jetzt zwei solche Aale drin. Es ging immer wieder piep, piep, piep. Hast du es doch mitgekriegt, oder was? Nein, ich habe nur gehört, dass irgendwas los ist. Kam wieder so ein Ding. Auf der gleichen Route. Da muss irgendwas sein, irgendeine Felsstruktur oder was, das, wo die da drin liegen oder was, kann nicht sein. Hier, beide. Ich hab zwei. Pfifferlingsfrühstück. Aber Maxe, du kannst mir nachher mal die Stelle zeigen, wo du gestern diese Barsche erwischt hast. Vielleicht kann ich machen. Geht da noch mal was. Können wir probieren. Aber eigentlich könnten wir von den beiden Aalen, übrigens haben wir die gemessen, 82 und 79 Zentimeter. Allein die beiden Aale haben so viel Fett, dass wir hier eine Woche überleben könnten. Das ist so. Machen wir aber nicht. Wir angeln jetzt nochmal auf Barsch oder Hecht. Da vorne siehst du gleich zwei so eine großen Steine. Aha. So, nach unten rechts kommst du auf den Stein rauf. Das ist also der besagte Barschfelsen, ja? Krass, Mann. Hast du die hier rausgehauen? Ja. Maxe, ey. Das sieht aber auch noch Hecht aus.
Ja. Geiler Spot, ey. Mhm. Das kleine Ding hier unten, ne? Die kleine Biene, ey. Ah, wenn er da jetzt rauskommt. Kein Hecht zu Hause hier wahrscheinlich. Und ordentlich Wind drauf. Die Inseln sehen auch genial aus, Maxe. Irgendwie habe ich da Bock, mit dem Boot ranzugehen. Bin ich dabei. Bist dabei? Dann endet das Inselabenteuer hier. Schön, dass ihr dabei wart. Und zusammen das erste Mal die Prototypen der neuen Ansitzrange ausgeworfen habt. Und was für Aale. Den Zander, den ich mit der Köfi-Rute fangen wollte, habe ich mit der Barschrute gefangen. Und den Köfi-Zander habe ich leider im Drill verloren, weil die Schnur vorne drin hing und ich habe keine Spannung drauf bekommen, ist er ausgestiegen. So what? Dafür zwei geniale Aale. Von 82 und 79. Das in einer Nacht. Richtig, richtig gut. Wir sind zufrieden, wir sind happy. Wir könnten jetzt länger überleben, weil wir ja wissen, dass wir abends hier Barsche kriegen. Und die Aale, die reichen für eine Woche. Aber wir angeln jetzt hier irgendwie weiter vom Boot. Das ganze Tackle findet ihr beim gut sortierten Fachhändler und in eurem Zackfishing Online-Shop. Die noch nicht, die kurze Premium-Wumme, das ist alles noch Testmuster. Kommt alles im Herbst. Die Ansitz-Range sind wir auch dran. Vielleicht kriegen wir es im Herbst schon an den Start. Schön dranbleiben, wenn ihr nichts verpassen wollt, was die neuen Produkte auch betrifft. In dem Sinne, schön, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal, wenn du magst.